Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Da sind wir auch schon gleich beim Graffiti, das auf dem Weg liegt zum Auftrag. Over the Edge. Um dann Geschenk von David Martinez abzuholen. Aus dem Cyberpunk-Anime Edge Runner. Okay, wait, ist das die... Zum Glück habe ich eine Taschenlampe. Ist das die Bude? Ist das das Haus von der ersten Mission mit Jackie? Sorry, das interessiert mich gerade jetzt. Könnte möglich sein, dass das das Haus ist. So, wahrscheinlich... Also ja, nicht von hier unten, aber vielleicht oben. Sieht zumindest so abgeranzt aus. Könnte echt sein. Ja, Leute, die Taschenlampe ist eine Mod. Aber sehr nützlich, wenn das Gebäude hier so dunkel ist. Ich dachte, es würde schneller gehen, dieses Kapitel zu finden. Aber gut. Okay, die Tür kann man nicht öffnen. 301. 301. Alter! Was denn da drin passiert? Ein bisschen Horrorhaus irgendwie. 302. Kann man da durch? Man kann da durch. Aber es bringt uns nicht weiter. Geht dann noch eine Etage weiter nach oben. Okay, es geht noch weiter nach oben. Und hier sollte dann das Graffiti sein. No future. Überall. Alter. Wow, wow, wow. Ah. Die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin ist die Karte des Mysteriums. Sie zeigt, dass all unsere Geheimnisse an einem dünnen Faden hängen und symbolisiert den Konflikt zwischen Verstand und Intuition. Die Hohepriesterin steht für kalte, stille Wasser und die Geheimnisse, die in diesen Tiefen verborgen sind. Ich glaube echt, ich mache mir irgendwann mal ein Tattoo von einem diesen. Das sieht zum Beispiel noch cool aus. Ja, finde ich cool. Finde ich eine coole Idee, die mir gerade da entsprungen ist. Könnte cool aussehen auf dem Arm. Oder irgendwo. Okay, das war's. Wait. Habe ich da schon geschaut? Ja. Alright. Unser Auto steht da vorne. Gut. Dann geht's weiter. Oh.
Hol dir das Geschenk von Martins Crew bei Noamar El Capitan Reyes ab. Ah, das ist, glaube ich, das Gefängnis hier drüben. Könnte sein. Electric Corporation. High Octane. Sehr gut, auch ein bisschen am Arsch der Welt. Hier, Kapitän Reyes. Sorry! Acha parte. Ich gerade nicht, wo die Taste ist, die Handbremse. Deshalb beklicke ich mich die ganze Zeit. Auch cooles Lied. Steht er eigentlich immer hier oben? Hat kein Zuhause. Da wären wir. El Capitan Reyes, Muammar. Ja. So. Davids Jacke. Die perfekte Jacke für einen echten Edge Runner. Gehörte einst David Martinez. Davor seine Mutter, Gloria. Over the Edge. Hm? Das ist nicht die Jacke. Okay, komisch. Irgendwie nicht über unsere Kleidung angezeigt. Muss ich nachher mal anschauen. Danke sehr. Für das bin ich jetzt hier nach oben gefahren. Naja, was soll's. Müssen wir unten rum. Was könnten wir machen? Hätte ich das hier hinten erledigt. Und wir haben etwa noch 10 Minuten oder so. Dann fahren wir mal da. Wir müssen die Jacke dann nachher mal im Kleiderschrank anschauen. Und anziehen vielleicht. Vielleicht muss man auch das T-Shirt ausziehen. Hey,
it's me. The guy who... You know. The guy with the smoking crotch. That's one way to put it. Anyway, just calling to say I transferred the funds. Well, they managed to save your... you know. Yeah, much as they could. At least the pain is gone. Anyway, once it heals, I'll get a better model. Something top shelf. Why the hell would you do that? Is that a trick question? Why does anyone get a Mr. Stud? To keep Splashback down at the urinal? Forget I asked. See ya. Mad Moves. Mission abgeschlossen. Shit. Ich wollte nur mal kurz hier schauen. Vielleicht gibt es hier irgendein Geheimnis. Abgesehen von diesem Wanderer da oben. Weil das so... mysteriös aussah. Aber leider gibt es nichts. Ich dachte zuerst, vielleicht, wer da vielleicht ein Auto abgestürzt ist. Könnte natürlich auch ganz unten sein. Auf jeden Fall gibt es hier dieses Mandala. Könnte von Jackie und... Wie hieß sie nochmal? Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Ihr wisst schon, von Jackies Freundin sein. Weil die ja auch so Mandala-Fan ist. Möglich, möglich wär's. Kleines Easter Egg oder so. Auf jeden Fall darunter springe ich sicherlich nicht. Und schön, dass es diesem Typen gut geht. Aber ernsthaft, wieso will er nochmal so einen Implantat kaufen? Hat er gesehen, wann ihn das fühlen kann? Laguna Bend. Aber hier oben gibt es echt nicht mehr allzu viel. Das ist von der ganzen Lagerhalle. Mysteriös. Stößt ein Helikopter, sehe ich das richtig? You wanna get eaten by rats? Es ist entgegen... Was ist das? Keine Ahnung, was es ist. Komm. Wieder so ein Shit, man. Shit!
keine Ahnung, wo seine Waffe hin ist. Ist egal. Monodraht ist schon nice. Laminierter Hut. Minitech. Okay, sonst noch was? Echt einfach ein Minitech-Hubschrauber. Crazy shit. Liberty Pulsar, Michael Marcinkowski und Marley Anderson. Die haben uns gefunden. Getrackt. Wie denn? Big Pete hatte doch diese Militech-Tarnung. Einen Scheiß hatte er. Die haben uns markiert. Wir haben Sokol-Drohnen auf den Fersen. Versucht irgendwie über die Grenze zu kommen. Scheiße, 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 ich hab doch gesagt, das Scheißteil ist Schrott. Der Rotz ist älter als du. Hey, konzentriere dich und flieg weiter. Wir wurden getroffen, wir stürzen ab. Uah, Mikey, antworte mir. Hallo? Oh fuck, wir leben noch. Ach du Scheiße, Tom hat sich bepisst. Alter, das war ein Mordscrash. Und die Fracht? Schick jemanden hierher. Uns abholen. Das meiste ist okay. Zetatec Valgus. Verfügbar in Schwarz-Dunkelgrau. Okay. Doch kein Militech-Hubschrauber. Irgendein Frachtflieger? Oder... keine Ahnung. Aber es sind halt Militech-Sachen hier. Naja. Haben wir zumindest... erledigt. Ich würde sagen... ich schaue mir nachher mal kurz meine Karte hier an, um zu schauen, ob es hier hinten noch was gibt. Spannendes. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.